Leute, kennt ihr das, wenn ihr im Auto Musik hören wollt über euer Handy bzw. mit Spotify und euch dann auffällt, so, wo ist in meinem Auto Bluetooth? So, jetzt habt ihr 2 Stunden gesucht und euch fällt nach langem Suchen dann praktisch auf, so, oh damn it, da ist gar kein Bluetooth-Empfänger drin, sondern ihr habt hier einen AUX-Anschluss dran und ein Radio. Und den AUX-Anschluss könnt ihr aber gut benutzen mit diesem Teil. Das verwandelt nämlich euer AUX-Anschluss in einen Bluetooth-Empfänger. Und wie das jetzt funktioniert, zeige ich euch, indem ich euch dieses kleine süße Gerät hier vorstelle. Um dann dieses Teil hiermit zu verbinden, wird direkt von Amir noch mitgeliefert hier. Dieser 3,5 mm auf 3,5 mm AUX Adapter, damit könnt ihr das dann da reinstecken und fertig. Also ganz einfach verbinden, dann hier aufhalten und reinstecken. Ist egal, wo der AUX-Anschluss an eurem Auto ist, Hauptsache ihr habt einen. Wenn ihr keinen habt, dann habt ihr ein Problem. Die Bedienung hierbei ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst nur diesen Play-Knopf hier in der Mitte länger gedrückt halten, bis hier unten diese LED rot leuchtet, dann ist er an. Und wenn er blau blinkt, dann ist er im Pairing-Modus. Kann sein, dass ihr das kurz gedrückt halten müsst, damit er in den Pairing-Modus geht. Aber jetzt blinkt die LED hier unten blau. Das heißt, ich kann nach dem Gerät mit Bluetooth suchen. Ich stecke jetzt schon mal das Teil hier rein, damit es schon mal an seinem Platz ist. Jetzt müsst ihr noch an euer Handy gehen und hier einfach euch mit diesem Gerät hier verbinden, dem Link BT12. Das mache ich einfach mal. Mal schauen, wie schnell das funktioniert. Okay, hat einen kurzen Piepser gemacht und ist verbunden. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich habe einfach von NCS jetzt ein Lied hier, das heißt Hellcat. Das werde ich auch noch verlinken später. Und schauen wir mal, wie es mit der Lautstärke überhaupt aussieht. Das war's mit dem kurzen Audiotest. Dann zeige ich euch jetzt mal den Lieferumfang, denn erstmal geliefert wird der Audio Receiver hier in so einer typischen Amir-Verpackung, das heißt wenig Müll, im Papier bzw. Karton eingepackt. Aufmachen ist ganz einfach. Ihr nehmt hier diese Hülle ab. Danach könnt ihr das Teil hinlegen und könnt es so abnehmen. Darunter hier findet ihr zwei Verbindungskabel. Erstmal ein AUX auf AUX, 3,5 mm und ein Micro-USB auf Normal-USB. Ja, das sind keine spektakulären Kabel, tun ihren Zweck, fertig. Ansonsten habt ihr noch ein Mini-Mini-User-Guide. Ist in Englisch, versteht man aber ziemlich gut hier. Und natürlich das Gerät hier mit dem Adapter. Dann kommen wir direkt zu einem wichtigen Feature von dem Teil, denn ihr habt hier, auch wenn es so klein ist, einen eingebauten Akku, der angeblich bis 8 Stunden laufen soll. Und dazu natürlich auch das Kabel hier, das per Micro-USB hier unten angeschlossen wird. Ist nur zum Aufladen gedacht, Datenübertragung funktioniert mit dem Kabel, so wie ich es getestet habe, nicht. Machen wir noch schnell einen Rundgang um das ganze Teil hier, nämlich das Problem ist, dadurch, dass es so klein ist, sind alle Funktionen hier mehrfach belegt. Zum Beispiel der Knopf Pause und Weiter ist jetzt auch zum einen Ausschalten gedacht und um Sprachanrufe anzunehmen, denn ja, es hat auch eine Freisprechfunktion, die ich bisher noch nicht getestet habe. Die Lampe hier ist auch mehrfach bedienbar. Wenn sie schnell rot blinkt, ist das Gerät leer. Wenn es blau blinkt, dann ist es im Pairing-Modus und wenn es langsam rot blinkt, dann ist es eingeschaltet. Ansonsten die Laut- und Leiser-Tasten sind, wenn ihr sie kurz drückt, zum Lieder weiter und Lieder zurück. Und wenn ihr sie länger gedrückt haltet, wird die Musik lauter oder die Musik wird dann natürlich leiser, wenn ihr länger auf Minus gedrückt haltet. Schauen wir uns nochmal genauer die Status-LED an, weil ich habe ja vorhin im Auto schon erzählt, wenn ihr länger den Pause-Knopf gedrückt habt, leuchtet es kurz rot, das heißt es an. Und jetzt ist es wieder im Pairing-Modus und wenn ihr jetzt wieder länger gedrückt haltet, dann kommt wieder kurzes Rote und dann geht es wieder aus.
Zu der LED kann man sagen, es ist natürlich schwierig. Man sieht weder, wie voll gerade der Akku ist. Und aus Stromspargründen geht die LED natürlich nach einer Zeit wieder aus. Allerdings kann man auch sagen, auf der Verpackung steht da drauf hier, vor allem fürs Auto zum Beispiel gedacht. Aus dem Grund finde ich es ganz cool, wenn es so simpel gehalten ist, weil ich würde während der Fahrt zum Beispiel nicht oft drauf schauen. Als Größenvergleich habe ich hier einen Autoschlüssel und daneben ist das kleine Teil. Also ihr seht, es ist echt verdammt klein und auch schön leicht. Deswegen fände ich es eigentlich ganz cool, wenn man hier unten dran oder oben dran noch so eine kleine Halterung machen könnte, wo man das dann hier zum Beispiel an den Autoschlüssel dran machen kann. Weil es ist ja die Folge ja oder das Video soll ja sein Pimp My Car und deswegen wäre es auch ganz cool, wenn man das einfach immer mithaben könnte, weil ja im Auto liegen lassen kann man es natürlich auch machen, aber wenn man es immer dabei hat, fände ich es eigentlich ganz, wäre eine tolle Idee. Jetzt nun zum Fazit zu diesem kleinen Audio Receiver. Ich muss sagen, für 15 Euro kann man echt auf jeden Fall mal machen. Im Test, den ich gemacht habe, hat man ein paar Störgeräusche ab und zu gehört. Die kamen so alle 3 Sekunden, kurz so ein Knacken oder so, und dann ging die Musik kurz aus. Ich kann mir nicht daran erklären, woran das liegt. Vielleicht war mein Handy zu weit weg. Kann auch daran, also mir ist aufgefallen, dass direkt nach dem Start sind die vermehrt aufgetreten und wenn es dann mal gelaufen ist, die Musik so 1 Minute oder so, dann lief es deutlich besser. Kann sein, dass ich erst aufwärmen muss oder so. Auf jeden Fall als Fazit, für 15 Euro ist echt ein kleines, tolles Teil hier.